Und weiter geht's hier in A New World. Es kommen ständig die Fragen rein. Alden, wie hast du denn geskillt mit deinem Heiler? Da kommt ja ordentlich Schaden bei rum. Geh doch mal darauf ein. Mache ich gerne. Wir schauen uns gerne mal den Talentbaum an des Heilers, wie ich da geskillt bin und welche Zweitwaffe ich verwende. Also legen wir los. Ich stehe hier gerade im Sumpf und wenn man hier so rumballert auf die Gegner, ja, ich sag mal, die gehen eigentlich schon relativ gut platt. Schwere Angriffe hauen halt auch ganz gut rein hier. Warum das halt so ist und mit wie viel Schaden ich oder wie ich hier auf diesen Schaden komme, kann ich gerne zeigen. Im Detail ist es so, dass meine Rüstung noch nicht mal so richtig auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Da muss ich jetzt demnächst nochmal nachlegen. Ich bin rund 10, ja, rund 10, 15 Level da drunter. Das einzig aktuelle ist gerade noch ein Helm, den ich verwende. Ich bin natürlich komplett auf leichte Rüstung. Und da haben wir schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Das heißt hier, dieses Ausrüstungsgewicht ist halt nochmal entscheidend. Und wenn wir dann sehen hier unter der Kategorie leicht, wenn du leichte Rüstung trägst, weichst du mit einer schnellen und weiten Rolle aus. Du verursachst 20% Bonusschaden. Sehr wichtig sowas. Also das nehmen wir natürlich gerne mit, diese 20% Bonusschaden. Und ansonsten bin ich eben hier dann mit dem Lebensstab unterwegs. Zuletzt war ich, wie gesagt, mit diesem hier unterwegs. Jetzt hatte ich hier aktuell noch einen gefunden. Auch gar nicht so schlecht. 21 Konzentration drauf, 116 Naturschaden. Das ist halt eher tendenziell Schaden. Den verwende ich hier immer noch zum Heilen. Mit plus 22% Heilungsbonus beim Segen bzw. nochmal Heilungseffekte hier mit drauf. Also das ist schon ganz praktisch, wie gesagt, zum Heilen. Und den jetzt aktuell als Damage Staff. Dieser ist übrigens ein Drop außer Instanz. Aus der Inni. Man sieht, er hat ein bisschen eine andere Optik. Also den findet man, ist dann auch beim Aufheben gebunden. Den kann man sich also nicht irgendwo kaufen. Ja, und wenn wir dann in die Talente mal reinschauen. Da ist er, der Lebensstab. Habe ich jetzt zurzeit 19 Punkte. Und die sind ja so verteilt. Das heißt, schwerpunktsmäßig auf Gruppenheal. Ich habe kein Single Heal mit drin und habe quasi nur die Gruppenheals mit drin. Beziehungsweise, ja, ich sag mal hier, das ist ja auch ein Gruppenheal, aber der ist halt relativ schnell. Und das hier ist alles Heal over Time. Und diese ganzen Hots funktionieren eigentlich ganz gut. Das heißt, man kann einmal hier gezielt irgendwo etwas hinschießen, beziehungsweise hier das dann platzieren mit der dem R-Spell sozusagen auf der R-Taste. Wenn man jetzt einen Verbündeten gerade in der Gruppe hat, springt dieser Kreis direkt dahin, wo der nächste Verbündete ist. Da muss man dann zwischendurch vielleicht mal dann nochmal die mittlere Maustaste drücken, wenn man den woanders hinsetzen will. Das klappt jetzt gerade nicht. Man muss halt in der Gruppe dafür sein. Das heißt also dafür dann die mittlere Maustaste drücken, wenn man ihn nicht direkt beim nächsten Verbündeten haben will, sondern vielleicht direkt beim Tank, der ein bisschen weiter ist, ein bisschen woanders steht, dann wie gesagt halt da die mittlere Maustaste drücken, um das zu befreien. Für sich selbst, um für den Selbstheal, zack, Steuerung einmal drücken und schon sitzt man dann selbst drin. Danach nochmal die F-Taste und schon ist man in der Regel wieder komplett voll vom Heal her. Ja, gehen wir nochmal schön hier in die Talente rein. Auch hier, der Schaden skaliert natürlich mit, wo haben wir es, zurück hier mit den Attributen. Und von den Attributen her bin ich komplett auf Konzentration. Mit dem nächsten Punkt wird die Dauer der gewirkten Zauber um 20% erhöht. Auch nochmal praktisch für die Heilfelder natürlich. Alles andere, auch hier Intelligenz zum Beispiel, 10% Schaden plus 10% vom Schaden. Auch das ist alles nur über die Klamotten. Und das hier ist eben alles, ja, Klamotten zum Teil oder eben, ja, die zugewiesenen Punkte natürlich, ne? Ja, für den Start natürlich absolut entscheidend hier,
dass man Absolutionsgilt, dass man quasi mit dem Lebensstab keinen Mana mehr verbraucht bei den Angriffen. Das heißt, man kann hier schön kontinuierlich durchspammen. Es macht aber natürlich auch Sinn, hier die schweren Angriffe, zack, machen wir den nochmal rein, die schweren Angriffe rauszuhauen. Zack, und da ist er platt. Und ihr seht hier, das Heilfeld bleibt auch noch bestehen. Was man jetzt gerade gesehen hat auf der Q-Taste war jetzt, hier ist es, das Leuchtfeuer, was eben auch ein Lichtgeschoss ist, was 146 Waffenschaden macht und eben an dem Gegner haftet oder an einem Verbündeten haftet. Absolut praktisch, ihr habt den Tank vorne stehen, haut da das Leuchtfeuer drauf, er läuft quasi mit den Nahkampf-DDs irgendwie im Bereich des Bosses hin und her und die ganze Meute wird quasi kontinuierlich geheilt. Und dann, wenn dann doch mal ein bisschen mehr Schaden reinkommt, dann wie gesagt hier gezielt da nochmal einen Fleck hinsetzen. Oder eben andere Möglichkeit, die Fernkämpfer kriegen Schaden, man setzt den Fleck dann dahin und wenn man den gesetzt hat und da drin dann auch noch die F-Funktion wirkt, macht man eben dadurch nochmal mehr Heal. Heißt also, wenn du hier rumrennst zum Beispiel, du hast mehrere Gegner, die auf dich einschlagen, du hast dieses Heilfeld hier und du bist halt kurz davor kaputt zu gehen, einfach diese Taste drücken. Innerhalb dieses Felds, das ist halt der dritte Talentpunkt, erhält man nochmal mehr Heilung. Verbündete innerhalb von gesegneter Boden erhalten 50% mehr Heilung von allen Heilungseffekten. Also auch das absolut praktisch. Auch noch ein wichtiger Punkt ist hier unten, dass die schweren Angriffe die Heilung 10 Sekunden lang um 10% erhöhen. Das Ganze ist dreimal stapelbar. Das heißt, schön hinten in der dritten Reihe stehen und kontinuierlich die schweren Angriffe spammen. Hier könnte man dann als nächstes auch noch diesen Schwächungseffekt mit runternehmen. Da muss ich jetzt gucken, meinen letzten Talentpunkt, den ich jetzt noch demnächst bekomme, ob ich den hier reinmache oder ob es da noch eine weitere Möglichkeit gibt. Im Moment, wie gesagt, das wäre halt noch eine Option. Schwächung runternehmen, absolut wichtig. Auch das haben wir hier in diesem Baum noch mit drin, dass man hier einen Schwächungseffekt runternimmt. Also quasi Debuffs von den Gruppenmitgliedern runternimmt. Auch das wird höchstwahrscheinlich später in den größeren Instanzen alles auch noch wichtig werden. Ja, wenn man hier im Beschützerbaum natürlich nochmal reinschaut, habe ich hier die erhöhte Mana-Regeneration mit drin. Habe also von hier oben angefangen. Das quasi so als kleines Überbrückungspassiver mit drin. Dann sofort hier ins Leuchtfeuer rüber, das durchgeskillt. Den Punkt, denke ich, werde ich mir nicht noch holen. Aber dann hier drüben natürlich die Mana-Regeneration. Ja, und damit bleibt dann quasi ja noch ein Punkt übrig. Verbündete unter 50%, soweit sollten sie im Idealfall gar nicht droppen. Von daher bleibt im Idealfall ja eigentlich nur noch der hier übrig. Und damit habe ich dann meinen kompletten Heiltalentbaum so durchgeskillt. Diese beiden Spells verwende ich gar nicht. Das ist tendenziell eher vielleicht was, was im PvP noch interessant ist, mit Schutz und so weiter oder dieser Schutzsphäre. Ist halt im Moment irgendwie für mich gar nicht auf dem Schirm. Also ich komme mit dem Heal zurzeit super klar in Instanzen. Mit dem Gruppenheal funktioniert das super. Schön immer platzieren, an den richtigen Stellen platzieren, wo eben auch gekämpft wird. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Gruppenmitglieder wissen, dass man sich dann da auch natürlich reinstellt. Auch das ist natürlich so eine Sache oder so eine Absprache. Ja, als Zweitwaffe verwende ich die Eisstulpen. Für mich die Eisstulpen absolut heftig. Und bei den Eisstulpen, ihr seht, ich verwende nur zwei Talente im Moment. Es ist noch nichts Spannenderes irgendwie dabei rumgekommen. Eine Möglichkeit wäre vielleicht nochmal das Eisgrab zu verwenden, so als Oh-Shit-Funktion sozusagen. Durchaus eine Möglichkeit, dass man das mit reinnimmt und dazu kommt eben, dass man auch noch die Mana-Regeneration dann erhöht hat. Also das wäre durchaus nochmal eine Option.
Ansonsten ist mein Fokus absolut darauf, den Eissturm zu pushen. Übelst mächtig, auch das natürlich in der Instanz sehr, sehr praktisch, weil man das eben platzieren kann und sofort wieder wechseln kann auf den Heilstab. Das heißt, es ist nicht so, dass man es kanalisieren muss, wie zum Beispiel beim Feuermagier und da die ganze Zeit dann steht und nichts anderes machen kann, sondern man wechselt eben auf den Eissturm sozusagen oder auf die Eishandschuhe, die Eisstulpen, platziert den Eissturm, wechselt wieder zurück auf den Lebensstab, kann dann weiter heilen. Sehr, sehr praktisch. Fürs Farmen in der offenen Welt auch da natürlich sehr praktisch. Das heißt, ich renne in der Regel rum, pull mir ein paar Monster und mache sie dann platt. Ich glaube, das hatte ich auch schon einmal gezeigt. Ich kann mal eben gucken, ob es hier irgendwas in der Nähe gibt. Da oben sind so untote Bauern. Gucken wir mal, ob die das aushalten hier mit dem Frost. Ja, wie gesagt, wenn man die dann alle schön gepult hat, dann macht man sie eben in Gänze platt. Beziehungsweise man stellt dann, oh, sind ein bisschen weniger jetzt hier, ne? Egal, nehmen wir einfach mal hier die kleine Anzahl nur. Das heißt, man platziert hier das Eisfeld. Zack, rollt dann hier durch, dass die schön immer noch wieder zurücklaufen durchs Eisfeld. Und schießt dann zwischendurch natürlich nochmal drauf. Beziehungsweise haut dann auch diesen Turm hier hin, zack, der schießt dann auch noch mit drauf. Und dann sollte in der Regel das nochmal fertig sein und die gehen kaputt. Das Schöne ist natürlich bei diesem Eisfeld, je mehr Gegner da drinnen stehen, umso mehr Schaden machen die. Und wenn wir hier die Eisstulpen uns nochmal eben kurz anschauen, genau, da haben wir es hier auch stehen, der Schaden steigt um 10% für jeden Gegner im Eissturm. Also, das haut halt richtig gut rein, gerade auch in der Instanz, wenn man, wenn der Tank da steht und der ganze Trash läuft da rum, einfach mal mächtig reinhalten. Und auch hier nochmal die Funktion dann als Hauptpunkt hier in dem ganzen Bild unten. 3 Sekunden nochmal 35% Bonusschaden. Also ihr seht, das Ganze ist hier komplett einfach nur auf Damage, auf Massendamage. Und ja, das hier ist quasi nochmal die Eissäule nochmal schön. Einfach auch da wieder hin platzieren, wieder wechseln aufs Heilen und es wird automatisch quasi der Schaden gemacht. Man ist quasi nicht daran gebunden, einfach diesen Wechsel, Eishandschuh oder hinstellen, wieder der Wechsel und weiter heilen. Also ihr seht, es funktioniert einfach sehr gut miteinander. Ja, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber ich finde auch die Kombination von den Rüstungen her ist es eben ganz praktisch, Intelligenz und Konzentration halt zu kombinieren. Da gibt es einige Rüstungen, die das halt mit drauf haben, beziehungsweise auch bei den Attributen ist es natürlich schön, dass man hier den Schaden auch nochmal von Magieangriffen hochpushen kann. Ja, so sieht es eigentlich aus mit meinem Talentbaum. Das sind so die wichtigsten Werte. Wie gesagt, Lebensstab, absolut praktisch. Auch natürlich, wenn man das nur als Zweitwaffe verwendet. Auch da lohnt es sich natürlich, damit dann so rumzurennen. Wobei man dann als Single-Target sozusagen, wenn man nur sich selbst als Target hat, da braucht man vielleicht nicht den Lichtspritzer. Das ist ja wirklich nur ein Gruppenheal. Da kann man dann vielleicht hier raufgehen oder Umarmung des Lichts. Auch das ist dann natürlich sehr praktisch, dass man da hier die Punkte drin verteilt. Also da macht die Waffe dann im Single-Target natürlich mehr Sinn. Ja, soweit der Eis- und Heal-Build, den ich verwende. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Funktioniert bisher einwandfrei. Kill-Tempo ist richtig gut. Überhaupt kein Problem auch hier oben in den hochleveligeren Gebieten mit deutlich hochleveligeren Gegnern klar zu kommen, also auch das funktioniert. Ja, ich würde sagen, einfach mal nachbasteln. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das gefällt, wie ihr damit klarkommt. Und wenn ihr Anregungen, Tipps und Tricks habt, auch das gerne unten in die Kommentare schreiben. Da profitieren wir dann alle von. Dankeschön dafür. Wenn ihr das Ganze gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.